kann sich in 50 Jahren alles verändern. Zum Beispiel das Gesicht an der Spitze von Baden-Württemberg, wie unsere Ahnengalerie sehr schön zeigt. Von Hans Filbinger über Lothar Späth, Erwin Teufel, Günther Oettinger, Stefan Mappus bis hin zu Winfried Kretschmann. Das ist eine lange Zeit. Aber in der gleichen Zeit kann sich eben auch gar nichts verändern. Hier an der A8 nämlich. Dort regiert seit Jahren, seit 50 Jahren der Stau. Denn der Ausbau des Alpaufstiegs ist ein politischer Dauerbrenner, der schon all diese Länderväter überdauert hat. Jetzt soll er sich wieder um Jahre verzögern. Dabei wünschen sich die Anwohner nichts sehnlicher als eine sechsspurige neue Straße. Ja, nur eben an einer anderen Stelle. Gabi Mönch war bei einer Familie, die seit Generationen an und mit der Autobahn lebt. Mahlzeit. Mittagessen bei Familie Staudenmeier-Zimmermann. Wisst ihr schon, was Neues? Nee, was? Oh, du weißt zu. Ist ja Freitagmittag, wie immer. Wie immer. Drei Generationen an einem Tisch. Großeltern, Tochter und Schwiegersohn, Enkel. Sie essen ihre Rouladen nur einen Steinwurf entfernt vom rollenden Verkehr. Direkt hinter der Lärmschutzwand ist die A8, berüchtigt aus dem Verkehrsfunk. A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eichelberg und Tunnel Grübingen. 7 Kilometer Stau. Egal, wo wir sind, in welchem Land wir Urlaub machen oder in welchem Auto wir erzählen, wo wir herkommen, jeder kennt Grübingen. Ja. A8, ach, da wo immer Stau ist. Genau. Das war schon zu Zeiten ihres Urgroßvaters so. In diesem Haus lebten insgesamt 5 Generationen. 2 sind schon verstorben. Erinnerungen. Ja, dein Opa und du. Ja, genau. Der hat 1933 das Haus gebaut und 1935 haben sie hinter der Autobahn gebaut. Ja. Der Opa Johannes Schopp hört die Sprengungen, sieht vom Fenster die Arbeiter. Anfangs gibt es noch kaum Fahrzeuge. Der Verkehr war damals so, da ist ein Pferdefuhrwerk gefahren. Und ein Landsbulldog am Tag. Ah, deine Leute. Ja. Hochzeitsbild. Nachts wird er, ihr Vater, des Öfteren von einem Knall geweckt und geht als Ersthelfer auf die Autobahn. Also das war keine schöne Zeit. Dass man das immer sagt. Relativ schlimme Unfall hat es da gegeben. Mit also Schwerverletzten. Ja. Kein Gurt, kein Airbag. Die Jahre vergehen, die Familie wächst. Was, meine Taufe? 1959 wird Karin geboren. Schon in ihrer Jugend gibt es lange Staus und die Forderung nach einer neuen Streckenführung. Dann wäre auch Schluss mit Überraschungsbesuchen. Also ich weiß es selber noch, dass es, wenn oben Stau war, klopfte es an der Terrassentür und dann kamen Leute runter und wollten echt mal vielleicht Wasser fürs Auto, Wasser zum Trinken, mal Milch fürs Baby. Oder auch mal auf Toilette. Sie lassen Schallschutzfenster einbauen. Aber die Terrasse hin zur A8 können sie nicht nutzen. Seinerzeit noch ohne Lärmschutzwand. Da hat man sich mit erschrecken. Hat die Autobahn alles übertönt. Guck mal. Jetzt schon zu Katrin. Sie kam 1986 auf die Welt. Süß. Ja. An das Jahr erinnern sie sich gut, denn da stürzt ein Laster, beladen mit 24 Tonnen Orangen, in Schopps Staudenmeiers Garten. Ganz Grübingen ist wochenlang Apfelsinen, nicht der einzige runtergefallene Laster. Hier ist die Stelle, wo die LKWs immer abgestürzt sind in der alten Autobahn. Und die sind auch hier im Garten gelegen. Rückblende. Eine Aufnahme vom jungen Albert Staudenmeier. Hier rechts aus einem SWR-Film von vor 20 Jahren. Aber ein Stückchen weiter da vorne, da war etwas mal mit dem Schnaps da hinten. Ja, und mit Käse. Schnaps und Käse noch. Wo mein Onkel dreiviertel Jahr lang Käse gegessen hat. Lebensmittel von Lastern gefallen. In den Aufnahmen von früher ohne Schallschutz sieht man, wie nah die Autobahn am Garten entlang führt. Und im alten Film wird auch gezeigt, dass der Pfarrer in Grübingen bei Beerdigungen einen Lautsprecher braucht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch. So geht das seit Jahrzehnten. Stau und Gestank. Den Grübingern reicht's. Sie planen am Samstag eine Demonstration in dem 2000-Seelenort. Auch wegen des Ausweichverkehrs. Hier ist echt die Hölle los. Auto an Auto. Und es stinkt uns so langsam richtig, uns hier als Anwohner.
Es ist nicht mehr leicht, hier aus dem Ort rauszukommen, weil man steht im Stau. Sie wollen, dass das letzte Teilstück zwischen Mühlhausen und Hohenstadt zum Alpaufstieg sechsspurig ausgebaut wird, damit der Stau ein Ende hat. Immer wieder werden sie vertröstet. Immer wieder gibt es Anläufe. Politiker wollen es mit einer Maut, mit Privatinvestoren versuchen. Planfeststellung wird abgesagt. Papier ist geduldig. Passiert ist nichts. Täglich 70.000 Autos rauschen durch die europäische Verkehrsachse. Der grüne Landesverkehrsminister Herrmann sagt: Der Alpaufstieg ist das größte und wichtigste Autobahnprojekt des Landes. Da heißt es noch, Mitte, Ende 2020 soll es fertig sein. Daraus wird nichts. Aktuell hat die nun verantwortliche Autobahngesellschaft des Bundes einen neuen Termin genannt, 2032. Wo jetzt noch zwei Straßen, einmal eine hoch, eine runter führt, gehen wir geradeaus durch den Berg durch mit zwei Tunneln und zwei Brücken. Für rund 600 Millionen. Das meiste zahlt der Bund. Wie erklären Sie diese Verzögerungen seit Jahrzehnten? Also ich wäre auch genervt an der Stelle der Anwohner. Denn nach 30 Jahren mit ganz vielen Umplanungen, mit ganz vielen Optimierungen, muss man jetzt endlich anfangen zu bauen. Können Sie garantieren, dass Sie 2032 fertig sind? Garantien gibt Ihnen heute überhaupt keiner mehr. Also 11 Jahre noch, mindestens. Warum um Himmels Willen zieht die Familie nicht weg? Das fragen sich viele. Unsere Familie ist ja seit 5 Generationen hier im Haus. Es war nie die Frage, dass mir der Hanna von hier wegzieht. Uns quält da unsere ganze Freunde, Kumpels, Vereine, Vereinstätigkeit, alles ist hier. Stillstand am Eichelberg. Bewegung dagegen in der Familie. Enkel kommen. Jonas und Max. Hier. Seit 2012 sind wir Oma und Opa. Ja. Das ist die Zeit, wo die Schallschutzwand gebaut wird und einen großen Teil des Familiengartens frisst. Ja, hier, wo jetzt die Laubschutzwand steht, da waren mal unsere Obstbäume. Das war zum Spielen mein Kinderparadies. Und ja, die Autobahn hat es mir weggenommen. Andererseits profitiert ihr Mann auch vom Verkehrschaos am Alpaufstieg. In seiner Werkstatt landen Fahrzeuge, die liegen bleiben. Eine Seite der Stau blockt uns schon und der Dreck und die Lautstärke. Auf der anderen Seite ist das auch ein gutes Geschäft, wenn die Fahrzeuge am Eichelberg liegen bleiben und wir damit Umsatz machen und Geld verdienen. Und auch sein Sohn Jonas hat seinen Spaß am Verkehr beim Kennzeichenraten. Dann haben wir noch mal ein M. München. Sehr gut. LL. Ludwigsburg. Kein Spiel. Die Mehrgenerationenfamilie hat das Vertrauen in die Politik verloren. Schon allein wegen möglicher Einwendungen bei der Planfeststellung rechnen sie damit, dass alles noch viel länger dauern wird. Aber glaubst du, dass das 32 fertig ist? Nee, glaube ich nicht. Das Verspruch auf 2025 war nichts. 2032, das sind 11 Jahre jetzt noch. Eigentlich ist das richtig frustrierend. Oder an was will man da noch glauben, an unsere Obre?